Punkt ist 20, Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates. Auch hier haben wir einen Ergänzungsantrag vorliegen und ich darf bitten Herrn Green um die Einbringung. Ja, meine Damen und Herren, wir sind also jetzt beim Thema Geschäftsordnung und ich bringe den Ergänzungsantrag ein, der, ich lese ihn nicht vor, Sie haben ja vorliegen, der also im Wesentlichen beinhaltet, dass die Antwort auf irgendwelche Anfragen wahrheitsgemäß zu erfolgen haben und es ansonsten sanktioniert werden kann und dass Bürgermeister und Ortsamtsleiter auf die Kenntnis der Geschäftsordnung verpflichtet werden. Zum einen, also für alle, die den Antrag vor sich liegen haben, zum einen die Fragen im Stadtratsinformationssystem. Auch die nicht öffentlichen sind für uns als Stadträte nicht zu sehen. Und das geht nicht, denn selbstverständlich sollen alle Räte sehen, was der eine oder andere für ein Detail erfragt hat. Und zum Inhalt der Antworten. Hier ist ein krasses Beispiel. Also beispielsweise, Sie merken, ich lese oftmals die, was irgendjemand, ein Chefarzt dort für Gelder hat, und das sage ich dann meistens auch im Nicht-Öffentlichen, und dann kommt hinterher der eine oder andere von Ihnen zu mir und sagt, ich habe es gar nicht aufgepasst, was richtet der? Also es interessiert schon, ja? Und solche, ich frage das dann auch nach einem Jahr noch einmal ab, wie viel ist denn dann nur davon geflossen? Das sollte schon für uns als Stadträte wenigstens öffentlich sein, ja? Zum Thema der Antworten ein krasses Beispiel, warum ich also fordere, dass die Antworten auch ernsthaft und wahrheitsgemäß sind. Ich frage danach, wie wird Presse, Stadträte darüber informiert, wenn eine neue Gedenktafel des Revolutionsweges eingeweiht wird? Und ich bekomme aus dem Hause Lunau die Antwort, sie wird in geeigneter Weise informiert. Na gut. Wendeverlierer Luna hat das vielleicht 1988 mal so im Neuen Deutschland gelesen und gibt solche Antworten raus. Ja, was soll ich mit so einer Antwort anfangen? Die Presse wird in geeigneter Weise, werden die Stadträte informiert. Das Verschieben verschiedener Anträge in § 13. Wir handhaben es anders, als so, wie es wieder drinsteht in der Geschäftsordnung. Da ist nicht sehr gründlich gearbeitet worden, muss ich Ihnen so sagen. Unterbrechung der Sitzung, also das Thema Auszeit. Dort lassen wir in der Praxis nicht abstimmen. Aber so wie es vor ist, hieße das, es ist abzustimmen. Es sollte also systematisch dort eingeordnet werden, wo es hingehört. Die anderen Punkte können Sie ebenfalls nicht unter Abstimmungsvorbehalt stellen. Denn selbstverständlich hat jeder Stadtrat, der meint, er muss etwas vortragen, was nicht in die Öffentlichkeit gehört, den Anspruch zu sagen, Herr Oberbürgermeister, bitte stellen Sie die Nicht-Öffentlichkeit her. Ich möchte diese oder jene Sache jetzt hier vortragen. Die müssen wir im Rat besprechen. Die ist aber nicht für die Öffentlichkeit geeignet. Also Herstellung der Nicht-Öffentlichkeit kann nicht unter einem Abstimmungsvorbehalt, ob es dafür eine Mehrheit gibt, stehen. Und das würde also die Rechte nach der Gemeindeordnung einschränken. Und schließlich die punktweise Abstimmung. Auch das handhaben wir ganz anders. Es wäre also einfach logisch, systematisch richtig, das in den § 13 mit einzuordnen, wo wir also die Individualrechte haben. Also deswegen diese vier Punkte in den § 13. So, zur Schulung von Bürgermeistern und Ortsamtsleitern. Es ist zugegebenerweise ein paar Jahre her, als ein Bürgermeister mal nicht wusste, was er mit einem Befangenheitsantrag abzutun hat, in der nicht öffentlichen Sitzung, dass er den Raum zu verlassen hat. Das war ihm, wie sollte das jetzt weitergehen? Ne? Da sprang dann der Herr Hartmann auf und hat den Herrn Lunau zur Seite und erklärte ihm, ja, der Green hat schon recht, aber wir müssen das mal sehen, wie wir das jetzt deckeln, dass es nicht zu peinlich wird. Und die Ortsamtsleiter, also ich erlebe das regelmäßig bei Herrn Lermerhirt, dass er versucht, während der laufenden Rede, wenn ihm irgendwas nicht gefällt, was ich dort sage, das Wort abzuschneiden, indem er also dann einen Antrag auf Ende der Rede oder Ende der Debatte oder was weiß ich was stellen lässt. Während des laufenden Wortes. Also der Mann packt das nie und
der Kollege von der AfD, der also im Ortsrat neben mir sitzt, der hat ihn dann mal gefragt, jetzt das letzte Mal, sagen Sie mal, haben Sie die Geschäftsordnung schon mal gelesen? Ist denn das, was Sie hier machen, alles wirklich nach geschäftsordnungsrichtig? Natürlich, der Herr Lämmerhirt hat anderes zu tun. Da muss ich in die Zeitung, vor die Zeitung stellen und muss toll erzählen, wie schlimm es denn mit den Rechten in Leuben und Polis ist. Na? Und der letzte Gedanke zum Bußgeldkatalog. Also Sie erinnern sich vielleicht noch an die plakative Überschrift in der Zeitung. Ich weiß nicht mehr um was, da ging es also um die Waldschlösschenbrücke. Wenn die Verwaltung irgendetwas nicht abarbeitet, was der Stadtrat beschlossen hat und mehrfach beschlossen hat, Sanktionen sind nicht vorgesehen worden, was die plakative Überschrift. Und deswegen also Anhängen eines Kataloges von Ordnungswidrigkeiten, wenn es wirklich grob gegen diese Verstöße geht. Danke. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Fraktion Die Linke, Herr Matthies. Herr erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe beschlossen, der Versuchung zu widerstehen, jetzt hier Details der Geschäftsordnung zu erörtern. Ich hoffe, Sie alle haben sie gelesen, damit wir sie dann beim nächsten Mal auch korrekt anwenden. Ich vermute ganz stark, dass die weitere Öffentlichkeit wenig Interesse an den Details unserer Geschäftsordnung hat. Dennoch etwas Grundsätzliches. Die Art und Weise, wie wir hier miteinander umgehen, wie wir die Probleme der Stadt bearbeiten, lösen, hat sozusagen bestimmte Regelwerke zur Grundlage. Das sind drei Elemente. Manche Sachen sind unmittelbar durch die sächsische Gemeindeordnung geregelt, die sich im Grunde genommen recht lange bewährt hat. Es gibt da ein paar neuere Änderungen, die wir nicht ganz so toll finden, aber sei es drum, diese gelten unmittelbar, darauf haben wir keinen Einfluss. Es gibt einen zweiten Bereich, das sind die Regeln, die wir uns hier selber geben können. Das haben wir zum Teil in der Hauptsatzung gemacht, machen wir heute in der Geschäftsordnung. Ich glaube, da sind wir auch heute auf einem guten Weg, uns da relativ einvernehmlich zu einigen. Und das dritte ist etwas, was wir überhaupt nicht regeln können, das sind die originären Rechte des Oberbürgermeisters. Und da ich hier schon einige Oberbürgermeister und einige zeitweilige Vertreter erlebt habe, muss ich natürlich sagen, jeder hat da konkret eine andere Praxis gehabt im Umgang mit den Stadträten. Das wird immer so bleiben. Ich kann da nur hoffen, dass da die Aussagen, die bisher getroffen sind, dass dies ein sehr, sehr fairer, guter Umgang werden sollen, dass das zutrifft. Und diese drei Dinge greifen ineinander, Gemeindeordnung, unsere eigenen Regeln und die Praxis des Oberbürgermeisters, und man kann sie nicht unabhängig voneinander betrachten. Inhaltlich waren es drei Zielmarken, die uns beschäftigt haben bei der Frage, wie ändern wir unsere Geschäftsordnung. Die eine Zielmarke war die Frage, die Effizienz der Stadtratsarbeit. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt, wir alle sind hier ehrenamtlich tätig. Wir wissen, dass wir oft recht lange sitzen in Sitzungen, manchmal auch die eine oder andere unnütze zusätzliche Zeit im Ausschuss verbringen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Das Zweite ist aber auch nicht zu unterschätzen, das ist die Transparenz für die Öffentlichkeit. Ich glaube, die Bürger von Dresden müssen nachvollziehen können, was der Stadtrat tut. Und das erfordert natürlich an manchen Stellen auch einen gewissen Aufwand, der alleine mit Effizienzgründen nicht zu rechtfertigen wäre. Und das Dritte, was mir sehr wesentlich ist, das ist die Frage, wie geht im Stadtrat eine Mehrheit mit einer Minderheit um? Das ändert sich ja im Laufe der Jahre immer mal. Aber ich glaube, was unbedingt notwendig ist, das sind sowas wie politische Minderheitenrechte. Und da gehört dann eben sowas dazu wie ein fairer Umgang bei der Redezeit oder zum Beispiel auch die Möglichkeit, eine Wiederholung der Abstimmung zu verlangen. Wir wissen alle, dass die Wiederholung der Abstimmung am seltensten deshalb passiert, weil das Zahlenverhältnis nicht ganz klar war oder man sich verzählt hätte, sondern in den meisten Fällen natürlich dazu dient, das Abstimmungsverhalten der unterschiedlichen Fraktionen gegenüber der Öffentlichkeit zu dokumentieren. Und obwohl das Zeit kostet, halte ich das für eine sehr legitime Sache, dass die jeweilige Minderheit von dieser Möglichkeit Gebrauch machen kann.
Etwas anderes in diesem Zusammenhang noch, das steht heute noch nicht unmittelbar zur Abstimmung, aber es ist mir an dieser Stelle wichtig und vielleicht auch eine Bitte an den ersten und demnächst Oberbürgermeister. Es gibt einen relativ, aus meiner Sicht relativ sinnvollen Antrag der FDP-Fraktion, der das Problem aufgreift, wie können eigentlich die kleinen Fraktionen, die aufgrund der Wahlentscheidung bzw. der neuen Gemeindeordnungsregel nun in den Aufsichtsräten nicht mehr vertreten sind, wie können die trotzdem an der Kontrolle der städtischen Gesellschaften mitwirken. Und wir haben eigentlich im Ausschuss einvernehmlich darum gebeten, doch uns da konstruktive Vorschläge zu machen aus der Stadtverwaltung. Was wir jetzt gekriegt haben, war leider wieder das, was wir nicht wollten, eine Auflistung all der Dinge, die nicht gehen, aus rechtlichen Gründen. Also hier würde ich nochmal um Nacharbeit bitten. Ich glaube, dass die Frage der Minderheitenrechte eine ganz wichtige Sache sind. Zum Schluss möchte ich mich bedanken. Wir haben uns ja in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe relativ einvernehmlich auf die Dinge geeinigt, wenn auch nicht immer ganz einheitlich, aber doch relativ einvernehmlich. Ich möchte mich bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, die an dieser Arbeitsgruppe mitgewirkt haben, insbesondere auch bei Herrn Dr. Brauns, der sich da durchaus äußerst engagiert eingebracht hat und vieles vereinfacht hat. Vielen Dank. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Frau Harzendorf. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich fasse mich auch kurz, Herr Mattes hat das meiste gesagt. Vor uns liegen Änderungen unserer Geschäftsordnung zur Abstimmung, die im Wesentlichen das Ergebnis einer sehr konstruktiv arbeitenden interfraktionellen Arbeitsgruppe waren und auch in der Unterstützung durch die Verwaltung vorangetrieben wurden durch Synopsen und sinnvolle Hinweise. Wir haben zum einen Verfahren vereinfacht. Wir haben zum Beispiel Informationspflichten bei der Bildung von Fraktionen vereinfacht. Wir haben die Möglichkeit eingeführt, zukünftig in elektronischer Form geladen zu werden, Sitzungen einzuberufen und Unterlagen zu übersenden. Natürlich nur mit Zustimmung des Stadtrats und nicht gegen den Willen. Wir haben aber auch einstimmig Regelungen eingeführt, um die zukünftige Arbeit zu beschleunigen, insbesondere eben durch eine Regelung, dass Vorlagen nach der Behandlung im Ältestenrat unverzüglich an die Gremien zu überweisen sind, um dort keine Verzögerungen mehr zu haben. Wir haben aber auch, und das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, Rechte der Räte gestärkt. Sehr moderat, wir hätten uns da einiges mehr gewünscht, aber wie Herr Mattes schon sagte, es ging nicht darum, hier irgendwas konfrontativ durchzusetzen. Es geht mir aber an der Stelle nochmal um die Fragestunde, die in letzter Zeit einfach automatisch weggefallen ist, weil wir immer mehr aktuelle Debatten haben. Und diesen Automatismus wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das führt nicht zu einem ineffektiven Stadtrat. Wir wollen auch die Instrumente, aktuelle Debatte und Fragestunde nicht gegeneinander ausspielen, aber sie können sich halt wunderbar ergänzen. Insbesondere, weil wir die aktuelle Debatte, die Redebeiträge in aktuellen Debatten für jede Fraktion auf 5 Minuten beschränken. Und wir finden halt, dass dann zumindest eine Fragestunde trotzdem stattfinden kann. Alternativ können auch 2 aktuelle Debatten stattfinden, dann findet die Fragestunde nicht statt. Und vielleicht noch ein Wort, weil der Herr Dr. Brauns dann immer meinte, es ist ein falsch verstandenes Parlamentarismus, diese Fragestunde. Das sehe ich nicht so, weil unsere Aufgabe nach Gemeindeordnung schon die Überwachung unserer eigenen Beschlüsse, das Aufdecken von Missständen und ist und wir dadurch auch Fragerechte haben nach Absatz 6 der 28 Gemeindeordnung. Und diese Fragerechte haben wir eben auch mündlich in den Stadtratssitzungen. Ich finde also, wir haben gute Änderungen vorliegen und ich bitte um Zustimmung zu unserer neuen Geschäftsordnung. Vielen Dank. Als nächstes SPD-Fraktion, Herr Apenarius. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren,
Die Botschaft ist ja schon verkündet worden. Es ist sehr, sehr positiv, dass wir uns weitgehend geeinigt und verständigt haben. Auch von Seiten der SPD-Fraktion herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die beteiligt waren, und an die Verwaltung, die uns gut unterstützt hat. Ich möchte nur auf einen weiteren übergeordneten Aspekt hinweisen. Die Geschäftsordnung schafft nur einen formalen Rahmen für den demokratischen Diskurs. Sie schafft nicht weniger, aber auch nicht mehr. Eine gute Geschäftsordnung schafft noch nicht zwangsläufig gute Debatten. Maßgeblich ist letztendlich nicht die Dauer der Redezeit, sondern wie man sie ausfüllt. Beispielsweise durch eine gewisse qualitative Disziplin. Es muss sich immer alles dreimal gesagt werden und es muss auch nicht immer wieder rekurriert werden auf Dinge, die in der Sitzung vorher oder vielleicht sogar im Vorjahr oder vielleicht sogar in der letzten Legislaturperiode von Bedeutung waren. Die meisten, die uns zuhören, interessiert es nicht so sehr. Und vor allem gehört dazu auch ein fairer Umgang miteinander. Es gehört sich einfach nicht, andere, auch wenn sie nicht der gleichen Meinung sind, zu unterbrechen, und es gehört sich schon gar nicht, sie niederzubrüllen. Die Menschen, die uns beobachten, die führen unsere Versäumnisse und unser Unvermögen, wenn wir uns hier nicht so benehmen, wie es ihren Erwartungen entspricht, nicht auf die Geschäftsordnung zurück. Die führen es auf uns zurück. Und deswegen müssen wir diese neue Geschäftsordnung mit einem gewissen Leben erfüllen, was unter dem Motto fairerer Umgang miteinander stehen sollte. Wir haben noch 4 Jahre, in denen wir zusammenarbeiten müssen. Ein paar Kleinigkeiten noch zu dem wenigen, was strittig war. Auch ich bin der Meinung, die Fragestunden sollten nicht zusätzlich beschränkt werden. Man sollte sie auch schon gar nicht ans Ende der Sitzung setzen. Die Bürger, die sich für das, was hier gefragt wird, interessieren, die sollten nicht bis 20, bis 21 Uhr oder noch länger warten müssen, bis sie ihr Interesse befriedigt sehen. Mit der Redezeit sollten wir auch nicht so knausrig sein, insbesondere gegenüber Gastrednern. Ich denke beispielsweise an den wirklich sympathischen Beitrag, den beim letzten Mal der Gastredner aus der Kulturszene gebracht hat, der freimütig eingeräumt hat, dass er nervös ist. Solche Leute muss man nicht noch zusätzlich mit Redezeitbeschränkungen unter Druck setzen. Und was die namentliche Abstimmung angeht, ja, Jens Mattis hat recht, das wird meistens so ein bisschen oder jedenfalls teilzweckentfremdet. Aber auf der anderen Seite kann man von Stadträtinnen und Stadträten in bestimmten Fragen, die von Bedeutung sind, auch erwarten, dass sie zu dem stehen, was sie gesagt haben. Von daher sollten wir das auch beibehalten. Vielen Dank. AfD-Fraktion das Wort gewünscht? Nein. FDP das Wort gewünscht? Auch nicht. Dann CDU-Fraktion, Herr Dr. Braun. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, um es vorweg zu sagen, wir werden uns enthalten. Ein paar Punkte sind hier ja schon angesprochen worden von meinen Vorrednern, die wir meinen, hätten richtigerweise in die Geschäftsordnung aufgrund der Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gehabt haben mit dem letzten Stadtrat, es sinnvoll gewesen wäre, hier zu einer Debattenkultur und einer effizienten Abarbeitung der Tagesordnung zu kommen. Da will ich zunächst einmal die Frage der Redezeit noch mal kurz beleuchten. Die Reduzierung und heute, wenn ich das richtig sehe, dann hat das ja gut geklappt, eigentlich mit dem Redezeitmodell, was wir vorgeschlagen haben. Ich glaube, es hat bis heute niemand die Redezeit voll ausgenutzt. Ich habe nur bei Herrn Krien das rote Licht heute aufleuchten sehen. Und da frage ich Sie, ob es dann nicht vielleicht auch sinnvoll gewesen wäre, wenn es 2 Minuten früher aufgeleuchtet hätte. Der Punkt ist, und das war auch immer unser Vorschlag, dass natürlich die Redezeit bei wichtigen Punkten auch hätte verlängert werden können. Und das wäre ja auch ein Punkt des Ältestenrates gewesen,
Sie wollten das nicht. Bei der Fragestunde in der Tat. Das ist ein Punkt, auch aus der letzten Stadtratsperiode, bei dem es sich gezeigt hat, dass sich das immer um Punkte gehandelt hat, die zur Vorbereitung von bestimmten Anträgen dann gegeben haben, genommen worden sind. Meine Damen und Herren, jeder von uns hat das Fragerecht jederzeit. Er ruft entweder den Bürgermeister an, schreibt ihm einen Brief, schickt eine E-Mail und dann hat er genauso den Anspruch auf Antwort und dann kann man damit genau das anfangen. Dieses Schaulaufen, und es ist nichts anderes als ein Schaulaufen, das muss nicht hier im Stadtrat sein. Wir sind alle ehrenamtlich tätig. Der Informationengewinn ist es nicht mehr und da möchte ich einfach zurückkommen. Auch das ist angeklungen, was wir als Aufgabe denn als Stadtrat haben. Wir sind anders als der Landtag, anders als der Bundestag, anders als das Europäische Parlament Teil der Verwaltung und kontrollieren natürlich da die Verwaltung und geben Anstöße. Aber das hat mit Schaulaufen nichts zu tun. Und das ist der Unterschied. Und da sind wir in der Tat der Meinung, wenn man es denn machen will, auch aus Disziplinierungsgründen, Sie alle wissen aus den vergangenen Sitzungen, vielleicht schaffen wir es da ja noch zu etwas anderem zu kommen, aber dass wir die Tagesordnung kaum, die Sachtagesordnungspunkte kaum geschafft haben. Und dann ist es ein Akt der Disziplinierung, das, wenn es denn schon sein muss, ans Ende der Sitzung zu nehmen. Das ist unser Punkt, damit haben wir uns nicht durchsetzen können. Ein nächster Punkt ist dann dieses, ich sage jetzt mal auch noch, neben aktuelle Stunden durchzuführen. Ich gucke Sie alle an und sage, wir brauchen ein effektives Modell, um das alles, was uns an Aufgaben gestellt ist, auch in den dreiwöchigen Sitzungen durchzukriegen. Das haben wir bisher nicht geschafft. Dieser Punkt wird von uns also auch nicht mitgetragen. Das Letzte ist die Frage der Wiederholung der Zählung. Und das ist ja jetzt bei meinem Vorredner angeklungen, dass das nicht immer so als Minderheitenrecht wahrgenommen worden ist. Das dürfte klar sein, das ist noch nie als Minderheitenrecht wahrgenommen worden, sondern es diente immer dazu, die Undiszipliniertheiten, so möchte ich es mal sagen, vorzubeugen, dass nämlich nicht alle pünktlich zur Abstimmung da waren und dann hat man zu diesem Mittel gegriffen, das lange dauert und dann sind plötzlich alle da und dann ist die Entscheidung anders. Auch das ist ein Disziplinierungsfaktor und die Frage, die Wiederholung der Zählung mit dem Recht eines einzelnen Stadtrates dann auch noch explizit, so wie es jetzt drin steht, mit namentlicher Abstimmung zu verbinden, hat mit Minderheitenrechten, glaube ich, nichts zu tun. Ein Anspruch darauf, sozusagen ein anderes Abstimmungsergebnis zu kriegen, ist damit ja nicht verbunden. Und vor allem einmal ein letztes Argument zu sagen, in der Praxis, ich bin nun auch schon das ein oder andere Jahr Stadtrat. Mag sein, dass ich was übersehen habe, aber dann zeigen Sie mir, wann irgendjemand mal in der Presse gelesen hat, die haben so abgestimmt, die haben so abgestimmt. Das findet nicht statt. Also deswegen war es ein Vorschlag von uns hier, ein bisschen auch Disziplin mit dran zu bringen. Sie sind dem nicht gefolgt und wenn nur marginal. Uns waren diese Punkte wichtig, wir konnten uns da nicht durchsetzen. Und um zu beweisen, dass wir das nicht wiederholen, dass den Vorwurf mache ich so ein bisschen, den Teile von Ihnen gemacht haben, wir machen hier keine Ausschussarbeit. Ich wollte es nochmal vorstellen, deswegen haben wir darauf verzichtet, die Änderungsanträge hier in der Stadtratssitzung nochmal zu behandeln. Im Ergebnis werden wir uns aber, wie ich schon sagte, enthalten. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, kommen wir zur Abstimmung. Wer zunächst dem Änderungsantrag von Herrn Green folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Zeichen. Das sind 2 Gegenstimmen. Ist die überwiegende Mehrheit damit abgelehnt? Und damit kommen wir zur finalen Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Zeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? ~42 Ja, keine Nein, 27 Enthaltungen, damit angenommen. Nächster Tagesordnungspunkt ist 23, Fortschreibung, Fachplanung, Kita.
Und da hat Kollege Seidel um Einbringung gebeten. Entschuldigung, Herr Blümel, Dr. Wutsch. Geschäftsordnung. Sehr geehrter Herr Hilbert, danke. Ich habe einen Antrag zur Geschäftsordnung. Diese Vorlage hat im Jugendhilfeausschuss einen Änderungsantrag oder Ergänzungsantrag erfahren, der wesentliche finanzielle Auswirkungen hat. Gleichwohl hat der Finanzausschuss diesen Antrag nicht vorbereitet. Deswegen beantrage ich Rücküberweisung in den Ausschuss Finanzen Liegenschaften. Das ist Geschäftsordnung. Gibt es dazu eine Gegenrede? Ist nicht der Fall, dann doch, Frau Arnert. Ich hätte dazu folgende Frage. Ich hätte gern, dass der Herr Seidel Auskunft gibt, was das für Auswirkungen für die Kitas hat, für die, die zu bauen sind und für diesen Antrag. Eigentlich gibt es das nicht. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag und es gibt eine Gegenrede und dann wird darüber abgestimmt. Und deswegen würde ich zunächst diesen Geschäftsordnungsantrag jetzt auch zur Abstimmung erbringen. Wer für Rücküberweisung in den Finanzausschuss ist, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Drei. 36 Ja, 26 Nein, 3 Enthaltungen, damit in den Finanzausschuss zurückverwiesen. Und wir machen...